Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Eric Oliver Mechler. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr Daten von Google Analytics Universal exportieren könnt. Ihr habt es sicherlich schon gehört, Google Analytics hat eine große Änderung durchgeführt und zwar Google Analytics 4 ist da. Und jetzt habt ihr sicherlich auch schon gehört, ja, ich wiederhole mich gerne, dass in gut 2 Monaten das alte Google Analytics nicht mehr unterstützt wird. Das heißt, ab dann werden keine neuen Daten mehr dort eingefügt. Aus diesem Grund muss man ja oder sollte man ja jetzt bereits Google Analytics 4 auf seine Webseite installieren und das Ganze parallel laufen lassen, damit ihr einen Vergleich habt, wie sieht Google Analytics 4 aus und wie sieht Google Analytics Universal aus. Nun ist es auch so, ab dem 1. Juli werden die Daten von Google Analytics Universal gelöscht. Also die sind dann nicht mehr verfügbar. Aus diesem Grund sollte man die auch exportieren. Und heute möchte ich euch mal kurz zeigen, wie das geht. Also ich bin jetzt hier auf einer Webseite, wo ich noch Google Analytics Universal, also UA, installiert habe. Ihr seht das so. Und jetzt möchte ich natürlich diese Daten auch gesichert haben. Also gehe ich mal hin und suche mir mal was aus. Also ihr wisst ja, hier kann ich Zielgruppen anschauen und so weiter und so fort. Also ich kann das mal anschauen und hier rechts oben habe ich auch die verschiedenen Möglichkeiten. Also auch eine Exportfunktion ist hier verfügbar. Also ich habe mir jetzt mal einen Tag ausgesucht vom 01.01.23 bis zum 5. April, also heute. Und wenn ich hier dann auf Export klicke, dann habe ich verschiedene Exportmöglichkeiten. Einerseits kann ich ein PDF generieren oder das Ganze als Google-Tabelle oder Excel-Sheet exportieren oder als CSV-File. Nun ist es so, wenn ich zum Beispiel hier bei der Übersicht hingehe und das Ganze exportiere, ja, dann bekomme ich zum Beispiel beim PDF das so heraus, wie ihr hier gerade auf der Seite sehen könnt. Und natürlich könnt ihr das Ganze auch mit Google Excel oder Excel oder Google-Tabellen, Google-Sheet exportieren oder auch als CSV. Der Vorteil ist einfach, wenn ihr eines dieser zwei verwendet, also Google Tabelle oder Google Excel, dann könnt ihr es auch filtern. Ich habe in einem anderen Video bereits gezeigt, wie man zum Beispiel bei Google Tabelle nach Information filtern kann. Das könnt ihr natürlich auch bei Excel machen. Ihr könnt es natürlich auch als CSV exportieren und zum Beispiel in eure Programme importieren, mit dem ihr arbeitet. Also es gibt da 2 Möglichkeiten eigentlich. Einmal das PDF, das ist dann einfach wirklich ein File, das kann man nicht verändern, man kann es nicht filtern oder man kann wirklich danach ein bisschen filtern. Ja, also wir gehen jetzt mal hin und ich gehe jetzt mal auf Verhalten, Website, Content und lass mal all meine Seiten auflisten. Jetzt muss ich natürlich wieder schauen, dass das Datum hier stimmt und damit ich hier natürlich alle Daten habe oder alle Seiten. Ja, und da muss ich natürlich schauen, dass das Datum stimmt. Also ich habe jetzt immer noch vom 01.01.23 bis 5.04.23 ausgewählt und jetzt habe ich natürlich vermutlich mehr Seiten, als hier angezeigt werden. Wenn ich dann hier rechts unten schaue, dann sehe ich hier, sehe ich jetzt nur die ersten 10 Ergebnisse von 74 Seiten. Also muss ich das natürlich auch ein bisschen erweitern. Und jetzt habe ich wirklich innerhalb diesem Monat alle Seiten hier erfasst. Und jetzt kann ich das Ganze exportieren. Also ich gehe jetzt hin auf Export. Ich arbeite gerne mit Google Tabellen. Das ist ein offenes Geheimnis. Also klicke ich hier einfach mal drauf. Dann kommt jetzt eine neue Seite hier, ob ich das wirklich dort importieren möchte. Dann klicke ich auf Import. Und jetzt dauert es ein paar Sekunden und jetzt seht ihr hier schön, alle Daten sind hier drin. Also ich habe die Seitenaufrufe, einzelne Seitenansichten hier, durchschnittliche Zeit, Einstieg, Absprungrate, Ausstieg, Prozent und Seitenwert und so weiter. Und hier habe ich alle Informationen drin. Ja, jetzt möchte ich vermutlich noch das Ganze ein bisschen schön machen. Ich dupliziere jetzt das einfach mal. So arbeite ich zum Beispiel immer. Also ich dupliziere das Ganze einfach mal. Ich lösche hier oben den Titel weg. Den brauche ich nämlich jetzt nicht. Zeile löschen. Dann, wenn ich runterscrolle, habe ich hier diese Information noch. Also hier könnte ich auch noch die Seitenaufrufe
auswählen. Ihr seht jetzt hier schön von Tag zu Tag. Also könnte ich das wieder auf eine andere Tabelle oder einen anderen Tab exportieren. Ich möchte das jetzt nicht. Ich möchte kurz zeigen, wie man das filtern kann. Ganz einfach. Also ich lösche die hier auch jetzt einfach mal. Und jetzt kann ich hier einfach mal das kurz filtern. Ich möchte jetzt einfach nach Namen filtern. Also suche ich mir hier diese Zeile aus, so, und dann suche ich zum Beispiel nach, was nehmen wir hier, die Linie 5. Dann kann ich das nämlich wirklich direkt machen nach Bedingungen filtern, Text enthält Linie 5 und dann OK. Und wenn ich dann das Ganze richtig gesucht habe, hier habe ich zwei Leerschläge drin, so, dann ist das bereits gesucht oder gefunden worden. Und jetzt kann ich also das Ganze schön analysieren. Ja, so einfach ist es eigentlich wirklich, das Ganze zu exportieren. Ihr könnt immer wieder schauen gehen, ob es da noch andere Seiten gibt, die für euch interessant sind. Und ihr seht, es taucht nicht überall diese Exportfunktion auf. Also da müsst ihr euch ein bisschen durchsuchen. Aber das Wichtige ist ja eigentlich eh immer Webseiten-Content, alle Seiten, damit man nämlich wirklich sieht, wie erfolgreich eine einzelne Seite ist. Ja, dann würde ich natürlich noch den Tag ein bisschen erweitern, also nicht nur von dem heutigen Jahr, sondern so die letzten 3, 4 Jahre, damit ihr wirklich auch ältere Daten habt und das miteinander vergleichen könnt. Ja, ihr habt jetzt gesehen, es ist so einfach, Daten aus Google Analytics Universal zu exportieren. Ich empfehle euch wirklich, macht es, damit ihr diese Daten nicht verliert und euch wirklich vergleichen könnt, was hat sich in den letzten Jahren verändert bei eurem Shop, bei eurer Webseite, damit ihr nämlich wisst, woran ihr seid und wo ihr noch arbeiten müsst. Ja, wenn du noch eine Frage dazu hast, dann stell sie mir unten in die Kommentare. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, gebt diesem Video einen Daumen hoch und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss zusammen, ciao.